Guten Abend, und herzlich willkommen bei einem Mensch, Vivi, du hast mich verwirrt mit deinem ganzen Digimon-Anspielen. Ich wollte gerade sagen, beim weiteren Digi-Dienstag, aber es ist gar nicht Digi-Dienstag. Es ist Horror-Donnerstag, könnte man fast sagen. Also erstmal, guten Tag. Es ist Beginn der Gruselsaison. Mit White Day. Wir spielen heute White Day, A Labyrinth of Named School. Ich habe mir den Trailer angeguckt und der Trailer sieht aus, als wäre es schon klassischer asiatischer Horror. Ich glaube, das ist ein koreanisches Spiel. Ich bin ein ziemlicher Schisser. Ich habe auch extra meine Beleuchtung ein bisschen runtergedimmt. Ich kann es leider nicht ganz ausmachen, weil dann sieht man mich nicht. Und dann wären wir wieder bei der Resident Evil Prämisse. Das ist mein drittes Horrorspiel, was ich im Stream spiele und das erste mit Kamera. Ich glaube, mein gruseligstes Spiel war Tatsache Resident Evil 7. Da hatte ich so viel Schiss. Da hatte ich aber noch keine Kamera und da saß ich wirklich in einem stockfinsteren Zimmer. Dasselbe für Resident Evil Village. Auch da saß ich in einem stockdunklen Finster und hatte Schiss. Und jetzt sitze ich in einem mitteldunklen Zimmer. So, jetzt will ich mir erstmal kurz mal das durchlesen. So, ich bin schon mal überpünktlich da. Ja, wir legen schon mal gut los. Die Schule aus Survive in Horrormodus. Was will man mehr, nachdem die Digi-Ritter die Digi-Welt aus Survive verlassen haben? Mal gucken, ob ich diese Anspielung noch richtig verstehe dann. Also was ich dringend loswerden möchte. Du musst auf schwer spielen. Wieso das denn? Jetzt denkst du dir, oh Gott, schwer. Warum? Ja, genau das habe ich gerade gesagt. Ganz einfach, ich hab's auch gemacht, denn spielst du auf normal oder drunter, gibt es nur 6 Geister, wovon 3 Story und 3 nebenbei mal kommen. Spielst du aber auf schwer, schaltest du 20 Geister frei. Diese sind optional, kann dir aber genau sagen, wo sie vorkommen. Ja, dann wäre doch der Gruselfaktor weg, wenn du mir sagst, wo sie vorkommen und wie man sie freischaltet. Was ändert die Stufe? Schwer hat deine Lebensanzeige auf 3 Leben, normal 4 und leicht auf 6. Wir starten erstmal das Spiel und dann gucken. Ich verstehe es nämlich gerade nicht, was du mit den 3 Geistern sagen willst, mit den 6 Geistern. Weil ein Horrorspiel, wo nur 6 Geister vorkommen, ich weiß ja nicht. Ich leg einfach mal los und dann gucken wir mal. Vollmond. Was? Bildschirmhelligkeit anpassen. Wir lassen das mal so. Ich glaube, im Stream sieht es auch in Ordnung aus. Die Helligkeit deines Monitors beeinflusst die Spielatmosphäre. Die oben angezeigten Darstellung repräsentiert die hellste und dunkelste Stelle des Hintergrunds. Stelle bitte die Helligkeit so ein, dass auf der linken Seite völlig dunkel ist. Auf der linken Seite. Ich glaube, wir lassen es einfach mal so. Auf der linken Seite. Auf der linken Seite ist auch nie was. Sieht man im Stream was? Auch nicht. Ha. Ich glaube, wir lassen das einfach mal so. Okay, ein klassisches Labyrinth. Man kann die Zeit ganz einfach so verstreichen lassen, ohne darüber nachzudenken. Das grüne Gras, die Sonne und sie... Das war zu schnell.
eigentlich aufgepasst. Ich lese mir gleich das im Chat durch. Oh, steht da schon White Day auf der Bank? Na, das Foto kann ja kaputt gehen. Was bist du denn so schroff? Also sie gucken mich an, als hätte ich gerade ihren Hund überfahren. Fight. Okay. Ah, ich krieg die Schrift. Die Schrift geht mir irgendwie immer unter. Tut mir leid. War gerade von dem Fight so abgelenkt. Da liegt wieder ein Kämpfen. Scheinbar saß Goku schon auf der Bank. Oh, eins der Spiele, die in Unity gebaut wurden. Dann machen wir die Musik kurz ein bisschen ruhiger. White Day. Mir fällt gerade auf, ist White Day der Tag, wo in asiatischen Ländern gerne Schokolade verschenkt wird, so um den... Ich glaube, hat das was mit Valentinstag zu tun? Ich weiß gar nicht. Weil ich meine, zumindest kenne ich das aus Anime und Manga so, dass Mädchen, Jungs, selbstgemachte Schokolade schenken. Da steht schon exakt, aber was stand da drüber? So, es ist nur wichtig, dass du die ganze Schule absuchst. Denn du brauchst für bestimmte Geister bestimmte Items. Ich muss dir schon sagen, wo genau sie sind, denn so wirst du sie vielleicht nicht antreffen. Keine Sorge, ich sage dir nicht, was passiert. Ich sage nur, wo genau du stehen musst oder was du machen musst. Ich würde sagen, da schauen wir einfach mal, was passiert. Weil ich weiß nicht, ob im Horrorspiel es so gut ist, wenn man sagt, oh, jetzt kommt da was. Ich versuche das mal reinzustolpern. So, drücke eine beliebige Taste. Ja, okay. So, Einstellungen, Spieloptionen. Deutsch, ja. Untertitel einblenden. Aus. Quatschig. Ich würde sagen, wir versuchen mal Englisch. Ich will mal gucken, wie das dieses Mal Englisch ist. Bei Grandia waren die englischen Untertitel okay. Bei Digimon World waren sie schrecklich. Oh, ich muss aber noch was sagen. Na, jetzt bin ich gespannt. Zum Tutorial. Tutorial nehmen wir auf jeden Fall mit. Genau, ich glaube, das lassen wir erstmal alles so. Steuerung brauche ich mir nicht angucken. Herunterladbare Inhalte, naja, langweilig so. So, wir legen gleich los. Dieses Spiel hat mehrere Enden. Ein gutes, ein mittleres und ein schlechtes. Das entscheidet, was für Entscheidungen du genommen hast. Ja, dann werde ich wahrscheinlich das schlechte Ende kriegen, wie ich mich kenne. Wir gucken einfach mal, was passiert. Das ist ein Blind und ich werde entscheiden, so wie ich es für richtig halte. So, Spiel neu starten. Hölle. Oh, Gott sei Dank ist das geschehen. Du hast gesagt, es gibt nur drei Geister. Bevor ich jetzt wirklich deinem Vorschlag folge und auf schwer spiele. Normal ist eigentlich ja immer das, was die Entwickler als richtig sehen. Ich weiß aber auch... Ich weiß halt nicht, wie ich das fragen soll, inwiefern das wichtig ist, dass da mehr Geister drin sind. Kann ich das im Nachhinein nochmal ändern? Wahrscheinlich nicht, wenn's hier jetzt abgefragt wird. Frage ich lieber meine klassische Frage, kann ich das im Nachhinein nochmal anpassen? Genau, aber auf normal, leicht und sehr leicht... gibt es keine optionalen Geister, nur Story-Geister. Das ist okay. Und nein, einmal gewählt ist gewählt.
ändert sich denn anhand dieser Geister noch was anderes außer die Anzahl? Also muss ich gegen die Geister irgendwie kämpfen? Das heißt, werden die schwerer zu handeln, zu besiegen? Oder bleibt das alles gleich? Es ändert sich quasi nur die Anzahl der Geister. Weil das ist jetzt entscheidend, weil ich tendiere eher zu normal. Ohne da jetzt zu sehr zu spoilern, aber einfach nur, habe ich dann auch schwierigere Geister oder größere Probleme? Weil zum Beispiel bei Resident Evil würde ich halt sagen, ich würde nie auf schwer spielen, weil man halt begrenzte Munition hat. Und die Gegner werden auch schwieriger. So. Nein, sie erscheinen als Einmaleffekt, aber du findest deren Geschichten, wie sie zu Geistern wurden im Spiel. Schaltest du auf normal, wäre es wirklich langweilig. Okay, wenn sich halt wirklich nur die Anzahl ändert, dann gehen wir halt mal auf schwer. Schwer. Das wäre schön, wenn das davor steht. Ich will mir das mal kurz angucken. Schwer. Mehr Spannung, dafür schwieriger zu spielen. Ja. Ein sehr ausgewogener Schwierigkeitsgrad. Weniger Spannung, aber leichter zu spielen. Es steht dir ein Guide zur Verfügung, der dich durch das Szenario führt. Ach, das ist doch schön. Dann gehen wir halt auf schwer. Übrigens, bevor ich anfange, ich weiß nicht, inwiefern diese Tags, die ich für den Stream vergebe, inwiefern man die sehen kann. Hölle habe ich einmal versucht, aber da hat man nur drei Hiebe, ein Hieb. Gut. Also zurück zu den Tags zum Stream. Ich weiß nicht, ob die so relevant sind, Tatsache. Aber da steht jetzt Feigling. Da steht Deutsch, PS5, glaube ich, Horror und Feigling. Und da steht nur deswegen Feigling, weil ich Angst habe. Nein, weil ich Angsthase nicht benutzen durfte, weil mir da gesagt wurde, dass der Tag verstößt eventuell gegen Twitch-Richtlinien. Was ich interessant finde. Aber okay, wahrscheinlich wegen Haze. Aber ich dachte, Haze wird mit Z geschrieben. Weil Haze ist, glaube ich, dieses, wenn ich es jetzt nicht komplett verwechsle, dieses, so eine Art Spießrutenlauf für College-Studenten, wenn die in ihre Vereinigung wollen. Das heißt, glaube ich, Haze oder Hazing. Aber ich hätte schwören können, das wird mit Z geschrieben. Deswegen nehme ich mal an, wird Twitch das lesen als Angst Haze und sagt mir, nee, sowas wollen wir ja nicht. Und deswegen steht da jetzt Feigling. So, legen wir los. Lang genug gedrückt. Start. Ich wollte ihr nur ein kleines Geschenk geben, zusammen mit ihrem verlorenen Tagebuch. Ich werde auch mal sagen, ob der Ton gut abgemischt ist zwischen mir und dem Spiel. Oh oh. Weil für mich klingt das Spiel sehr gut. Quatsch, sehr laut meine ich. Ich glaube, ich nehme mich immer ein bisschen runter. Ich gehe mal auf 4. Aber die Schule hatte mich gefangen. Oh oh. Warum habe ich eigentlich englische Synchro eingestellt? Der Gang, der das Nebengebäude mit dem Hauptgebäude verbindet, hat bei den Schülern ein sehr, wir werden es nie erfahren. Okay, jetzt wird es wieder sehr leise an. Liebes, warum kriege ich fürs Nix-Tun eine Trophäe? Hauptgebäude, Abschnitt 1, 13. März, 22 Uhr. Oh, schön, das ist in der Ego-Perspektive. Das ist Tatsache, für Horror finde ich das gut. Das kennen wir doch alle. Welcher Tag war das? 13. März, wann? 2020? Ja, es ist koreanisch. Das ist alles koreanisch. Oh.
Rennen und hinsetzen. Hinsetzen. Durch Drücken auf L1 oder Viereck-Taste Tasten kannst du laufen oder sitzen. Ich nehme mal an, sitzen heißt ducken. Im Sitzen verjüngen. Was? Okay, das ist merkwürdig übersetzt. Im Sitzen verjüngest sich die Wahrscheinlichkeit, von den Wächtern entdeckt zu werden. Wenn du zu lange läufst, wird dir schwindelig. Bitte lege kurz Pausen ein. Okay, wir sind nicht gute Sportler. Damit kann ich mich identifizieren. Nicht jetzt, weil merkwürdigerweise, wenn ich in so Vorstellungsrunden bin, bin ich immer der Sportlichste. Oder einer der Sportlichsten. Aber unsportlich und in der Schule, damit kann ich mich identifizieren. Gut, also wenn ich mich im Sitzen verjüngt sich die Wahrscheinlichkeit. Okay. Verstehe, denke ich. Hier haben wir Yoga. Sehr schön. Schade, dass ich das nicht lesen kann. Ich sollte zunächst ins Klassenzimmer 8 der 11. Klässler. Okay, hier haben einige Sachen gefunkelt. Oh, das bin ich. Hallo. Filzstift. Oh. Filzstift. Ein Filzstift, um etwas zu schreiben. Ah ja. Nu? Okay, schau mal, ob ich den Filzstift mitgenommen. Ey, die Musik wird mich wahnsinnig machen. Eine Sache jetzt vorab. Speichern überall? Nein, diesmal nicht. Du hast nur begrenztes Speichern. Teile es dir also gut ein, denn diese Filzstifte sind deine Speicher. Oh no. Also wie bei Resident Evil, also den alten Resident Evil Teilen. Weil ich glaube, in Village gab es das nicht mehr, aber früher, als es die Schreibmaschinen noch gab. Mit den Tonerpatronen oder was das war. Okay, ich werde es dann logischerweise versuchen zu begrenzen auf einmal speichern pro Stream. Yep, es gibt so Tafeln, wo du speichern kannst. Verbraucht aber einen Stift, aber es gibt Checkpoints. Ja, die Checkpoints reichen für den Stream. Ich brauche so richtiges hartes Speichern, brauche ich ja wirklich bloß am Ende von einem Speicher, von einem Stream. So, im Schulgebäude befinden sich an einigen Stellen Dokumente. In diesen Dokumenten findest du zahlreiche Hintergrundgeschichten über die Schule und Hinweise, die dir weiterhelfen werden. Solltest du einmal nicht wissen, wie es weitergeht, nimm bitte die Dokumente ganz genau unter die Lupe. Okay, die Steuerung finde ich gerade ein bisschen schwierig, muss ich gestehen. Abholung der Schülerzeitung. Das ist eine Nachricht der Schülervertretung. Wer seine Ausgabe der Schülerzeitung noch nicht erhalten hat, kann sie sich im Klassenzimmer 6 der 11. Klässler, die zweite Klassenstufe dieser Schule, abholen. Neuzugänge und Transferschüler wird die Zeitung besonders empfohlen, da darin Informationen zur Schule sowie eine Karte enthalten sind. Okay, das heißt, wir müssen uns eine Zeitung abholen. Hier war doch noch irgendwas. Irgendwas hat er doch noch gefunkelt, oder? Gott, das ist viel... Moment. System? Spieloption? Nee, Steuerung. Cursorgeschwindigkeit anpassen. Das geht mir nämlich viel zu schnell gerade. Geht beim Sound noch? So. Master Sound lassen wir mal so. Effektlautstärke, ja. Oh. Daran merkt man, muss das jetzt leider erstmal alles lassen. Man merkt halt leider hieran, wie alt das Spiel ist. Dass man hier nicht wirklich viel agieren kann. So, hier hatte doch noch irgendwas geleuchtet. Oh, ey. Das ist ja schrecklich. Vor allem, das ist alles schon so weit unten. Ja, oh Gott. Oh, da kriegt man ja ein Schleudertrauma.
Ja, okay. Vertikal kann wieder ein bisschen. Ne, horizontal kann ein Stück höher. Ja. Besser. Okay. Und nun? Ah, Papierkranich. Papierkranich, ein Kranich aus schwarzem Origami-Papier. Okay. Glaube, wir können weiter. Hier funkelt's. Oh, ey, die Musik wird mich umbringen. Für Anfänger gibt es die Möglichkeit, Spieltipps in Form von Textnachrichten zu erhalten. Auf höheren Schwierigkeitsgraden ist die Hilfsfunktion deaktiviert. Okay, also haben wir sie wahrscheinlich nicht. Das Cursor-System. So, Wartungsstatus des Gebäudes. Stand 9. März. Die Lampeninstallation neben der Werkstatt soll morgen abgeschlossen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Leitern nach der Verwendung ordnungsgemäß weggeräumt werden. Die Verkabelung der Werkstatt wird zurzeit repariert. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie wichtig ist. So. Okay, hierfür brauche ich einen Schlüssel. Cool. Aber wir wollten ja erstmal auf in ein Klassenzimmer. Es ist noch nichts passiert, aber dieses Spiel macht mich fertig. Wenn du dich einer Tür näherst, die nicht abgeschlossen ist, wird das Kreissymbol angezeigt. Durch Drücken auf X kannst du die Türen öffnen oder schließen. Bei verschlossenen Türen wird das Schlüsselsymbol zum Öffnen der Tür nur dann angezeigt, wenn du im Besitz eines Schlüssels bist. Wenn das Schlüssel fehlt, Symbol angezeigt wird, ist es nicht möglich, diese Tür zu öffnen. Nein, du musst woanders hin. Siehst du, machst schon deinen ersten Fehler. Ich orientiere mich doch nur, ich mache doch keinen Fehler. Och, bitte hört da auf. Okay, interagieren. In der Nähe von Objekten, mit denen du interagieren kannst, wird das Kreissymbol angezeigt. Wenn der Cursor auf das Icon ausgerichtet ist, drücke X, um zu interagieren. Durch gleichzeitiges Halten von R2 und Bewegen des rechten Sticks kannst du den Cursor gezielt ausrichten, indem du Items oder Dokumente können so aufgenommen werden. Bei verwendbaren Gegenständen wird das entsprechende Icon angezeigt. Okay, cool. Und dann muss ich irgendwie hier lang. Hallo? Hallo? Das sind Klos, ne? Damentoilette. Wir wollen natürlich nicht auf die Damentoilette. Ah, mir ist wieder eingefallen, dass ich rennen kann. Muss ich hier lang? Nein. Oh, es ist dunkel. Es ist stockdunkel. Habe ich eine Tasche? Bitte sag mir, ich krieg eine Taschenlampe. Du musst auf die Toiletten. Nein, da müsste es gehen. Muss auf die Toilette? Aber ich muss gar nicht. Ach, da, der Kreis fällt. Oh, warum ist es überall so dunkel hier? Gut, mit den dunklen Haaren kann ich mich nicht identifizieren. Ah, die Uniform. Sehr schnieke. So, hier klassische Pissoirs. Oh, ein Lichtschalter. Mein Freund. Hallo? Oh, da funkelt was. Noch ein Filzstift. Hallo? Ah ja, stimmt, die haben in Korea dann scheinbar einfach nur diese Löcher, sage ich jetzt mal. Schau nach oben. Oh. Was soll da sein? Hier ist nichts. Da liegt ein Item?
denn hier ein Item? Oh! Zigaretten! Na, na, na! Wer raucht denn hier auf dem Klo? Zigaretten. So etwas sollte sich nicht im Besitz von Schülern befinden. Sicherlich wurden sie von einem Chaosstifter dort versteckt. Ja, scheinbar auch keinem intelligenten Chaosstifter. Das ist wichtig für den ersten Optionalen. Ja, ja. Hallo? Ich warte eigentlich nur darauf, dass wir irgendwie so ein Klo-Gespenst haben. Oder wie bei Zelda. Eine Hand, die im Klo wohnt. Es gibt in mehreren klassischen Zelda-Spielen Tatsache Geister auf Klos. Wir gehen einfach. Ich lasse das Licht mal an. Hallo? Mir gefällt auch gar nicht, dass hier keine Musik ist. Oh oh. Oh, das. Oh, das. Ich geh. Ich. Oh, 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 oh. Was ist das für eine Vending Machine? Ist das für. Ist das für Tampons zufällig? Weil das ist ja jetzt nur auf dem Mädchenklo. Nee. Auf dem Jungsklo ist sowas auch. Ach, Tissue, da steht's ja. Achso, bitte eine Sache. Ich muss bei jedem Klassenzimmer die Zahl sehen, um dir vielleicht zu sagen, dass dort ein Item ist oder was anderes. Sei denn, du wirst verfolgt. Okay, scheinbar Tissues. Es gibt Taschentuchautomaten scheinbar an koreanischen Schulen. Und ich drücke mich nicht rum. Die Zahl ist immer über den Türen, so wie bei Survive. Ist keine Tür, keine Zahl. Dann ist es kein Klassenzimmer scheinbar. Das sind Katzen. Zahl ist immer über den Türen. 2, 6, da stand's. Ich sehe es nicht. Das da? Oh Gott, ich sehe halt überhaupt. Ich kann es halt gar nicht erkennen. Hallo? Oh! Ey, das geht nicht. Das geht nicht. Spiel. Es verspricht, lustig zu werden. Wenn das Spiel mich mit... Oh Gott. Mit seinem scheiß Tutorial schon erschrickt, ja? Du benötigst Licht, um Items und Dokumente aufnehmen zu können. Und mit Gegenständen integrieren zu können. Interagieren zu können. Drücke den Lichtschalter im Klassenzimmer, um das Licht einzuschalten. Ach nein, ich mache Licht mit dem Lichtschalter. Denkst du, wonach ich gesucht habe, als du mir einen Herzinfarkt angedroht hast? Hört bald auf mit dem Tutorial. Ja, das will ich auch hoffen. Das ist bis jetzt der schlimmste Gegner. Der Lichtschalter blinkt etwas auf, damit du ihn in der Dunkelheit finden kannst. Versuch, die Lichtschalter in der Nähe der Türen zu finden. Ach, wie gesagt, genau das habe ich versucht. Da, Lichtschalter. Oh oh. Oh mein Gott, das sind flackernde Lichter, das ist nicht gut. So, ein Notiz vom Klassensprecher. Byung-tae Kim, wegen dir hat mir der Lehrer das Lösungsmittel abgenommen. Ich glaube, er war wütend darüber, dass du es im Garten, dass du es im Garten vergossen hattest und die Bäume hast sterben lassen. Bäume sterben? Wie viel hat er denn da vergossen? Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe doch morgen Chemie. Du wirst dich darum kümmern müssen. Moment, ihr müsst eure eigenen Chemikalien mitbringen zum Chemieunterricht? Okay, es gibt Gerüchte und Geistergeschichten. Schulunterlagen, okay. Was haben wir hier? Das Klassenbuch kann man nicht gucken. Mein Bruder schaut gerade ebenfalls zu, denn er hat sich beim Spiel mehrere Male richtig erschrocken. Ah, cool. Cool, cool, cool. Dann willkommen. Ich habe mich auch gerade schon erschrocken. So, was haben wir hier? Schülerzeitung, sehr schön. Die Schülerzeitung. Das ist die Schülerzeitung der Yondu High School. Da es sich um die erste Ausgabe des Schuljahres handelt, befindet sich im Anhang eine Karte der Schule für die neuen Schüler. Okay. Wie kann ich das... Okay. Mit der Karte kannst du deinen Standort bestimmen.
und dich mit dem Aufbau der Schule vertraut machen. Unerforschte Bereiche auf der Karte sind mit rot markiert. Auf einfachen Schwierigkeitsgraden steht dir ein Guide zur Verfügung. Ja, den haben wir aber nicht. Geistergeschichten, das sind Geister, die du auf schwer antreffen kannst. Und da werde ich ja mit dem Items ein wenig helfen. Ja. Spiel. Tu mir das nicht an. Hör auf, mich mit Geräuschen und irgendwelchen Dung-Dung und Tutorials zu Tode zu erschrecken, wenn noch nichts passiert. Heilgegenstände. Mit Kaffee, Sojamilch, Beruhigungspillen und dem Verbandskasten kannst du deine Gesundheit und Ausdauer sofort wiederherstellen. Drücke dazu Verwenden-Button im Menü Gesundheit deines Inventars. Ist das Anton? Sehe ich das richtig? So, hier war doch irgendwas. Ja, sehr schön. Anton. Anton ist heute mein Spirit Animal. Hör ich da was atmen? Ich höre doch hier was atmen. Sojamilch. Gegenstand benutzen. Ne, ich glaube, Gegenstand benutzen brauche ich jetzt noch nicht. Sojamilch mit. Hier atmet doch was. Und was soll dieser leere Schrank hier? Das ist ganz merkwürdig. Oh, ich kann noch mehr Schränke aufmachen. In irgendeinem Schrank wird ein Kopf sein, oder? Okay, warum sind hier leere Schränke? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das normal, dass ich überall nur schwarz sehe? Oder sollte ich denn vielleicht lieber das Spiel hochstellen? Bei den Schließfächern musst du Licht ausmachen und das Feuerzeug benutzen. Ich habe ein Feuerzeug? Du findest dort gelegentlich Items, auch die für die Story wichtig sind. Ich habe ein Feuerzeug. Woher kriege ich das noch? Was habe ich in meinem Rucksack? Schlüssel, wichtige Gegenstände. Müsstest du gleich bekommen. Okay. Gut, dann klemme ich mir mal die anderen Schließfächer, wenn die mir eh nichts bringen. Stand der Stuhl schon die ganze Zeit hier? Denn ohne Feuerzeug sammelt der Spieler nichts ein aus den Fächern. Frag mich nicht, warum. Ne, weil er nichts sieht. Sehe ja nichts. Aber ich frag mich gerade, warum ich das Licht ausmachen muss, um in diese düsteren Fächer zu gucken. Okay, an seiner Stelle. Oh, Scheiße. Okay, kann ich wieder gehen? Kann ich bitte wieder. Ist das ein Ventilator? Egal. Kann ich bitte wieder gehen? Ich möchte einfach nur nach Hause. Ich meine, warum sollte ich ein Mädchen. Ach ja, stimmt, das war zu. Warum bin ich nun mal hier? Die Atmosphäre im Spiel ist einfach nur so gut. Weiß nicht. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich hab Angst. Oh. Ey. Zweite Mal Spiel. An den schwarzen Brettern, die in der Schule aufgehängt sind, kannst du das Spiel speichern. Falls es zu einem Game Over kommt oder du das Spiel unterbrechen musst, kannst du das Spiel an deinen letzten Speicherpunkt fortsetzen. Beachte bitte, dass nicht gespeicherte Spielfortschritte verloren gehen. Aha. Hast du nicht was von Rücksetzpunkten gesagt? Ich glaube, da ist noch jemand in der Schule. Hast du nicht vorhin gesagt, es gibt Rücksetzpunkte? Moment. Hatte ich das? Es ist nicht so, dass ich irgendwie jetzt versuche, hier Zeit zu schinden. Nein, 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 nein. Ich doch nicht. Aber es gibt Checkpoints, genau, ich wollte auch gucken. Ja, wenn du andere Gebiete betrittst und ein Ladebalken kommt, dann speichert er. Oder bei bestimmten Events. Okay.
Da ist wer. Warum ist da jemand? How do we get in? Yeah. I wonder how we can do it. Was macht ihr hier? Oh my. You totally startled me just then. Ich finde die Synchro sehr gut. Mir gefällt die. So. Ihr habt mich auch erschreckt. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Das stimmt beides. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Oh, I've seen him. He's a new transfer student. Really? Anyway, I'm leaving. See ya. Wie willst du denn abhauen? Die Tür ist verriegelt. I'm Sung-ha Kim, Homeroom 8. Bin Hee-min Lee, Klassenzimmer 8. So-jung Han ist auch in deiner Klasse, oder? Ich bin Hee-min Lee. This was out of the blue. But it's nice to meet you. So, why did you come to school at this hour? Das ist eine sehr gute Frage. Das geht dich nicht an. Ich habe hier etwas liegen lassen. Lügner! Lügner, du willst was zurücklegen. Das hättest du aber morgen auch kurz vor der Schule machen müssen, doch nicht mitten in der Nacht. Ja? I'm glad that you're here. You are going to help me out. Oh, das ist nie gut. Wobei soll ich dir helfen? Warum soll ich dir helfen? Warum habe ich immer so eine Arschloch-Antworten als Option? Wobei soll ich dir helfen? Just something. Follow me. Sie wird sterben, oder? Ji-hin and I didn't know what we were gonna do. Goodness, a guy like you showed up. Definitely have what it takes to help me. Kannst du mal ein bisschen schneller gehen? Nur so ein Tick. Warum gehen wir jetzt aufs Mädchen? Welcome. First time in the girls' bathroom? Nee, ich war vorhin schon da. Wie genau soll ich dir hier drin bitte helfen? Ich soll also hier warten, bis du da drin fertig bist? Tun wir mal auf naiv. Wieso denn Pervert? Ich will dir Privatsphäre geben. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. But you can crawl through that vent up there and get me the keys. Bin ich bescheuert? Du bist viel leichter als ich. Ich mach Räuberleiter, guck weg und hilf dich da hoch. Nee, das kannst du selber machen. You want me to do it myself? Ja. Ernsthaft, ich bin jetzt in dem Loop gefangen. Komm, ich versuch's noch einmal. Nee, das kannst du schön selber machen. Please. Pretty please. With lots of sugar on top. No. You're really not going to help? No! Bin ich wahnsinnig. We'll need a ladder. And we'll also need some sort of cutting tool. Why don't you look around? Oh, ich mag dich nicht. Cutting tools. So, ich hoffe, du bist glücklich. Das liegt ja an, ich habe nämlich Angst im Dunkeln. Ich mag, dass ich das Spiel tatsächlich durchgelassen habe. Achso, eines muss ich noch erwähnen. Na, jetzt bin ich gespannt. Ab bestimmten Events oder bestimmten Stellen taucht der Hausmeister nicht auf. Ja. Diese Gelegenheit kannst du nutzen, um alle Schulräume zu erforschen und bestimmte Items mitzunehmen. Ich sage dir natürlich, wann der Hausmeister nicht spawnt für eine bestimmte Zeit.
Also ist ja quasi wie Mr. X aus Resident Evil 2. Du wirst ihn lieben. Oh nein. Was ist das für ein Knopf? Who knows? Die Tür geht nicht auf. Ja, dann ist sie wohl zu. Da ist was drin. Seine Lache bleibt mir erhalten. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie lange ist das Spiel? Ich muss unbedingt... Die Tür geht nicht auf. Cool. Gut, okay. Wir haben schon mal was zum... Wir haben schon mal eine Drahtzange. Das ist schon mal sehr gut. Eine einfache Drahtzange. Durchtrennt Zäune und kleine Drähte. Und da haben wir die Leiter. Was haben wir denn hier im Automaten? Sind das Fertignudeln? Und Sojamilch? Und Kaffee? Ich habe keine Münzen. Du bist jetzt schon so weit gekommen. Du kannst einfach mal Rabauke sein. Du bist... Na... Waren das meine eigenen Schritte? Das war ich nicht. Ist vielleicht Geld in dem Automaten. 5 bis 6 Stunden, wenn du aber... Wenn du aber alles durchsuchst, sind es 7 bis 8 Stunden. Also lass dir mit allem Zeit und such in allen Räumen alles ab. Ich lasse mir Zeit, aber das ist nicht meine Absicht. Ich habe einfach nur Angst. Notizen von der Baustelle. Reparatur der Beleuchtung im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Die Verkabelung der Werkstatt wird länger dauern als gedacht. Die Reparatur erfordert umfangreich ihre Bauarbeiten. Die Entfernung der Ventilatoren zwischen Werkstatt, dem Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre und den Toiletten wird notwendig sein. Boah, ich hab Bauch und Angst. Das gefällt mir. Dann empfehle ich... Why? Hallo? Das ist kein gutes Zeichen. Dann empfehle ich dir wirklich, die Resident Evil Teile zu gucken. Da ist zwar keine Cam dabei, aber... Aber da ist meine Angst auch deutlich zu hören an manchen Stellen. Warum hat das blöde Telefon geklingelt? Das ist kein gutes Zeichen. So. Hier, Fräulein, deine Leiter. If you look around the school, you'll be able to find the things you need. Oh, du blöde. Warum müsste man das Gitter nicht einfach abziehen müssen? Abziehen können, meine ich. Ich gehe da nicht rein. Ich habe deine Arbeit getan. Jetzt husch, rein da. Ich habe gesagt, ich mach das nicht. I think I saw a ladder by the auto shop earlier. Fein. Ja, aber das Spiel sagt trotzdem, dass es machen muss. Ja. Wenn ich sterbe, ist das deine Schuld. Oh, da liegt was im Waschbecken. Eine Schulmünze. Super, die gebe ich mir auf für den Automaten. Eine Spezialmünze der Schule. Du kannst sie im Schulkiosk oder am Automaten verwenden. Es gibt nur einen Kiosk. Okay. So. Ich garantiere, ich brauche mehr als 10 Stunden. Ich bin nämlich sehr, sehr langsam mit dem Ganzen. Übrigens, Fun Fact, eigentlich sind diese Dinger nicht gebaut, um einen Menschen zu tragen. Das Metall ist viel zu dünn und nicht stabilisiert, dass man... Man würde mit der ganzen Konstruktion einfach abstürzen. Und das ist der Hausmeister? Weiß die Schul...
weiß die Schul, weiß der, das Schuldirektorium, dass der Schüler totschlägt? Oder grundsätzlich Menschen totschlägt in der Schule? Ich glaube, er ist nicht dafür geeignet, an einem Ort mit Schutzbefohlenen zu arbeiten. Was soll das? Und was soll das? Ich geh da mal nicht rein. Da denkst du, bist du mit allen Informationen fertig. Es gibt zwei Hausmeister. Das war Hausmeister Nummer 2. Der ist schlimmer als Hausmeister Nummer 1. Ah, cool. Einige Rätsel müssen mit dem Cursor gelöst werden. Wenn der Cursor zur Hand wird, kannst du mit diesem Teil des Rätsels interagieren. Drücke X und bewege das Objekt, um das Rätsel zu lösen. Das ist eigentlich Das ist eigentlich perfekt für Motion Control. Okay, ich muss einfach nur klicken. Das Ventil wurde geschlossen. Das ist einfach nur eine Sackgasse. Oh, ist das eklig. Vor allem nimmt nicht mal die Hand. Er nimmt nicht mal die Hand, um das wegzumachen. Er geht stur mit dem Gesicht vor. Oh, ich dachte, hier ist kein Gitter. Stur mit dem Gesicht voran dadurch. Das Ventil wurde geschlossen, okay. Vor allem, es muss so laut sein von außen. Dieses heimlich durch diese Gänge schleichen, durch diese Lüftungsschächte schleichen, ist halt nicht nur wegen dem Gewicht Quatsch, sondern. Es macht halt auch super viel Krach, wenn man hier durcheiert. Oh, ich werd so sterben. Ich hätte nicht auf schwer stellen sollen. Warum habe ich nur auf dich gehört? Was passiert hier? Oh, cool. Notiz des des Montagetechnikers. Ich wollte gerade sagen, wie ein Techniker vom Montag? Was soll das denn? Aber nee, Montagetechnikers. Die vorhandene Verkabelung ist verbogen. Und die Metalldrähte sind stark korrodiert. Die Reparatur wird mehrere Tage andauern. Die Ursache der Korrosion ist unklar. Sollte die Korrosion eine Überladung verursachen und einen Alarm auslösen, kann diese vorübergehend durch die Verknüpfung der dritten und vierten Steckleuchte unterbrochen werden. Ah ja. Steckleuchten. Dritte und vierte Steckleuchte. Oh, okay. Oh, oh. Ein Schlüssel. Und ein Ding. Nehmen wir erst den Schlüssel. Klassenzimmerschlüssel für Hauswirtschaftslehre. Dieser Schlüssel schließt das Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre auf. Okay. Und Metallmarke. Eine Holzmarke, die mit dem Symbol für Metall versehen ist. Ein Glücksbringer. Was bringt mir ein Glücksbringer? Diese Tafeln öffnen den ersten Akt des Spiels quasi. Damit schaltest du viele neue Räume frei. Also, die Marke. Okay. Dann legen wir mal los. Warum ist das Pentagramm weg? Sollte ich mir Sorgen machen?
Was ist das? Love is merciless. Madness. Ah ja. Was ist das? Also als das alles hier... Also das alles hier ist noch Tutorial. Na, da bin ich ja nicht wirklich überrascht. Gut, ich glaube, hier ist nichts weiter zu holen. Wenn ich mich frage, was das für eine Maschine ist. Oh, shit. Da. Not bad. Thanks a lot. Übrigens. Spätestens nachdem ich gesehen habe, wie das Schulpersonal einen Schüler erschlägt, hätte ich. Weil mein erster Gedanke, ach, scheiß aufs Tagebuch, scheiß auf die Schokolade, scheiß auf das Mädchen, das ich liebe, was eh nicht hier ist. Ich sehe sie nie wieder, wenn ich länger hier bleibe. Ich muss so schnell wie möglich raus, auch wenn ich dafür ein Fenster einschmeißen muss. Dass hier alle Beteiligten so ruhig sind, weil auch sie war ja eigentlich in Sichtweise, als der Hausmeister einen Schüler erschlagen hat. Diese Schule scheint ein gefährlicher Ort zu sein. Ich glaube, der Hausmeister ist wahnsinnig. Kümmere dich das nächste Mal doch selber darum. Ja, würde ich gerne sagen, aber das finde ich viel wichtiger. Wir sollten verschwinden. You're not trying to scare me, are you? I'm not that gullible. Bist du dumm? Oh, but did you know? This school used to be a hospital during the Korean War. Rumor has it the whole school is haunted, because so many people died here during that time. Cool. Maybe the rumor's true. I mean, especially on a night like this. Ja, okay, ich bin raus. Did I scare you? I guess you don't like ghost stories, huh? No. Oh, the doors are probably all locked by now. They lock all the doors after 10. Except for the lecture hall lobby, that is. If we want to leave, we have to go to the lecture hall. Oh no. You know the new building, lecture hall, and here are all connected, right? Dann los. This is the key to that hallway there. Could you open it on your way out? Go ahead. I still have something to do. Okay, sie ist Ada Wong. Kann das sein? Ich bin Leon S. Kennedy und sie ist Ada Wong. Schlüssel für den zentralen Korridor von Hauptgebäude 1. Dieser Schlüssel schließt die Feuertür des zentralen Korridors mit im Erdgeschoss von Hauptgebäude 1 auf. Vom, wieso sagt sie, ich bin nicht so gleich, glaube ich, die Tür vom Mädchenklo, die sperrangelweit offen war, war in Sichtweise des Mords oder Totschlags, keine Ahnung, oder was auch immer. Und selbst wenn es nicht in Sichtweise war, war es auf jeden Fall in Hörweite. Ich trau dir nicht, Mädchen. Okay, dieses Leuchten, das blinkende W, heißt es, ich habe einen Checkpoint erreicht. Und wenn ich jetzt Game Over gehe, würde ich wieder hier anfangen. Genau, sehr schön, das beruhigt mich. So, ich will nach Hause. Vor allem, wir sind im Erdgeschoss. Ich würde sowas von einfach ein Fenster öffnen. Und rennen. Rennen, was das... Gut, ich wäre fairerweise würde ich nicht mal um 22 Uhr einfach ins Schulgebäude gehen. Erst recht nicht bei dem Wetter. A, weil ich zu viel Schiss hätte. B, weil ich zu viel Schiss hätte. Damit kannst du später zwei Einzelschlüssel kombinieren, um in andere Räume zu kommen. Zweitens, wenn du im Treppenhaus bist, geh ganz nach oben. Da müsste ein Item liegen für ein weiteres Event. Du meinst, mit der Maschine kann ich zwei Schlüssel kombinieren. Ja, es sah irgendwie auch aus. Oh Gott. Es sah auch aus, als wäre es für Schlüssel so. Ich glaube, ich kann dann. Ich habe sie aufgeschlossen. Gut, dass er mir das nochmal sagt. Wie gesagt, den Schlüssel haben auch als Hinweis den Text zum Kombinieren. Wie gesagt, die Schlüssel haben auch als Hinweis den Text, dass sie kombinierbar sind. Okay. Oh no. Okay, er humpelt. Das ist schon mal gut.
Hausmeister Nummer 1. Moment, das ist nicht der erste? Und warum ist hier Schulkleidung ausgestellt? Oh, for fuck's sake. Warum sind hier so viele Schüler? Ach so, es ist die von vorhin. Janitor gets terribly angry. If he catches you, the punishment is harsh. Ja, habe ich gesehen. Strafe, das nennst du Strafe? Er scheint verrückt zu sein. Strafe, das nennst du Strafe? Er rennt hier mit einem scheiß Baseballschläger rum und schlägt damit auf Leute ein. Ich bin mir ziemlich sicher, das darf er nicht. Egal in welchem Land wir sind, kein Hausmeister einer Schule darf einfach mal so Leute einschlagen, auf Leute einprügeln. Vor allem nicht Minderjährige, die vor ihm wegrennen. Und jetzt, durch dieses Event, sind die Freunde aktiv. Bedeutet, jetzt kann man Events auslösen. Freunde, ist das wie bei Digimon mit den Freundschaftswerten? Und wenn ich auf 80 Freundschaftswert bin, dann können die aufs Mega-Level digitieren. What do you mean? Anyway, he's nice in the daytime. Ja, aber jetzt ist nicht Tag. You're the transfer student. I'm in your homeroom. Remember? Klar, wie könnte ich es vergessen? Nein, ich glaube nicht, tut mir leid. Ja, du warst heute zusammen mit Soyoung unterwegs, oder? You know Soyoung? Well, I guess everybody knows her, actually. I'm Jihyun Song. You're Human Lee, right? Anyway, what are you doing here at this hour? Ich muss Soyoung etwas geben. Soyoung ist das Mädchen, dessen Tagebuch wir aus irgendwelchen Gründen haben, ne? In das wir so verknallt sind, oder zumindest einen Schwarm für haben, ne? Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Genau. Ich muss Soyoung etwas geben. Sagen wir es mal so. Oh. Really? Ah, okay. Das wollte sie nicht hören. Tell me something. I always see you alone. Don't you have friends? Ich bin erst neu in der Schule. Ich hab dich. Oh Gott. Also, come on. Mach dir keine Sorgen, ich bin gerne allein. Das sind halt beides irgendwie schlechte Antworten in dieser Situation. Sie guckt schon so erwartungsvoll. Mach dir keine Sorgen, ich bin gerne allein. Eben hatte ich doch die Auswahl, ey, ich kann mich gar nicht an dich erinnern. Und ja, ja, du hast doch mit dem Mädchen abgehangen, in das ich verknallt bin. Nichts deutet darauf hin, dass wir überhaupt nur ein Wort gewechselt haben. Mach dir keine Sorgen, ich bin gerne allein. Komm, schicken wir sie direkt in die Friendzone. Ich hab doch dich. Ich hab dich. Yeah, that's right. But you'll make more soon. Okay, I'm going to go now. She's cute. Be careful. Ja, du auch. Hausmeister. Ich gebe dir ab jetzt einen wichtigen Tipp. Wenn du einen Summen hörst, das näher kommt, viel Spaß. Oh nein. Ein Summen. Sollte der Hausmeister dich auf seinem Rundgang entdecken, wird er dich erbarmungslos verfolgen. Wenn du Licht benutzt oder dich schnell bewegst, steigt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Auf Schwierigkeitsgraden leichter als normal, wirst du mit einem Augensymbol vor dem Hausmeister gewarnt, wenn er sich in der Nähe befindet. Kann ich bitte auf leicht stellen? Wenn ich Licht benutze. Das ist wahrscheinlich mit Licht benutzen gemeint, wenn ich raten müsste. Feuerzeug. Hier haben wir das Feuerzeug. Endlich. Ein Feuerzeug. Bei der Verwendung wird die Umgebung etwas erhellt. Hilfreich in dunklen Bereichen. Sehr schön. Mit R1 kannst du das Feuerzeug anzünden. Kannst du das Feuerzeug anzünden oder löschen. Mit dem Feuerzeug kannst du für etwas Licht sorgen, ohne von den Wächtern entdeckt zu werden. Jedoch ist der Lichtkegel sehr klein. Wenn du zu laufen beginnst, erlischt das Feuerzeug.
Okay. Dann haben wir einen klassischen alten Kopierer. Und hierfür bräuchte ich irgendwann Schlüssel. Moment, warte. Dokumente. Hinweis der Gebäudewartung. Installationshinweis. Um dem ständigen Ersatz von Schlössern und Schlüsseln in der Schule entgegenzuwirken, haben wir eine Maschine erworben, mit der Schlüssel kombiniert und zerlegt werden können. Und sie in der Werkstatt platziert. Ja, genau, das klingt nach einem System, das überhaupt nicht umständlich ist und nicht irgendwie schiefgehen kann. Oh, zweiter Text, cool. Hatte das andere auch schon mehr Text? Interessant. Es ist wieder diese Resident Evil-Logik. Stümperhaft umgesetzt, wenn man nur eine Sekunde drüber nachdenkt. Wir bitten die Leitung der Einrichtung, das involvierte Personal in der Verwendung und Wartung dieser Maschine zu schulen. Erstens, Kombinationsanweisungen. Legen Sie zwei kleine Schlüssel auf die Ablage. Betätigen Sie den Hebel, um die Schlüssel zu kombinieren. Ein bereits kombinierter Schlüssel lässt sich nicht weiter kombinieren. Demontageanweisung. Legen Sie einen kombinierten Schlüssel auf die Ablage. Betätigen Sie den Hebel, um den Schlüssel zu zerlegen. Die aktuell verwendeten Schlüssel für die Postfächer der Schule werden durch Kombinationsschlüssel ersetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Cool. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, verbrauche ich Schlüssel eigentlich? Nein, ich verbrauche Schlüssel nicht, okay. Licht. Ich habe einfach Angst. Ein Filzstift. Okay, ich kann dreimal speichern. Wartungsanfrage. Wartungsanfrage. Ernsthaft, diese Schule. Es liest sich immer mehr so, als müsste diese Schule eigentlich komplett abgerissen werden. Wie viel hier an dieser Schule rumgebaut wird. Antragsteller, Leiter des Fakultätsbüros, Adressat Gebäudewartung. Anfrage. Aus dem Korridor vor dem Musikraum im zweiten Stock von Hauptgebäude 2 ist ein knarrendes Geräusch zu hören. Oh no. Wir vermuten, dass die Dielen abgenutzt sind. Es besteht das Risiko, dass die Dielen sich vollends lösen, was Schüler gefährden könnte. Sie sollten schnellstmöglich repariert werden. Ja, okay, hier sieht man den Unterschied zwischen asiatischen Schulen und deutschen Schulen. Solange die Dielen nicht komplett rausgebrochen wurde und nicht ein Schüler schon ein halbes Bein in dem Loch verloren hat, würde man sagen, ja, passt schon. Achso, eine Sache. Hausmeister 1 macht sich bemerkbar mit seinem klimpernden Schlüsseln. Du wirst ihn schon früh bemerken. Hausmeister 2 pfeift ein Lied. So weißt du, ob er bereits in der Nähe ist. Okay, das heißt, das hilft mir, danke. Moment. Nein. Okay, so kann ich mich einmal um 180 Grad drehen. Interessant. Ist das jetzt schon wieder dieser Quatsch mit... Was ist das für ein Flüstern? Was sind das für Geräusche? Mach ich mal das Licht wieder an. Das gefällt mir nicht.
Kann ich einfach gehen? Hier ist das Fenster auf. Ich weiß, es regnet draußen, aber es ist mir scheißegal. Ich will nicht in dieser Schule sein. Ah, okay. Ich habe keine Möglichkeit rauszufinden, also beziehungsweise zu erraten, was da welche Kombination ich brauche. Mich irritieren tatsächlich auch die ganze Zeit diese leeren Schubfächer. Okay. Ich muss weg von diesem Fenster. Ich habe richtig Schiss. Also, genau, in diesen kleinen Holzkisten, die du in den Gängen findest, sind die Geistergeschichten drin. Du findest später einen Schlüssel, mit dem du alle diese kleinen Kisten öffnen kannst. Aber das ist ein Zahlenschloss. Und können wir bitte diese Schublade wieder zu... Nicht dieser, ja, okay. Ich hänge gerade fest. Mach doch mal diese scheiß Schublade zu! Geht doch. Habe ich hier gerade was gesehen? Ich muss gehen! Ich muss gehen! Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! Eibe? Bei dem einen, wo du sagtest, dass da was drin sei. Oh, cool. Ich weiß ja jetzt nicht mehr, wo ich sagte. Ich sagte, er kündigt sich an. Ich habe nichts gehört. Kann ich eigentlich Türen auch wieder verschließen? Wahrscheinlich nicht. So, das muss ich mir nicht nur antun. Naja, aber wenn er kommt, Licht ausmachen und verstecken. Ich habe ihn nicht gehört. Ich dachte, ich habe was gesehen, aber da war... ich wollte gerade das Licht ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich es kommuniziert habe, aber ich wollte gerade das Licht ausmachen, als er schon in der Tür stand. Ja. Terribly angry. Strafe, das nennst du Strafe? Dann solltest du den Sound höher machen. Es ist wichtig, dass du ihn hörst. Sonst hat er dich oft. Vielleicht habe ich auch nicht realisiert. Also in deinen Kopfhörern. Nein, den Rest höre ich eigentlich ganz gut. Ich höre den Rest ja. Ich sag mal so, hast du das Zeichen für ihn gehört? Weil ich höre genau den gleichen Sound, den du hörst. Weil es vielleicht, weil es war so viel, es war ja dieses Flüstern war da, dann der Wind, ja, habe ich gehört, als du noch bei den Schubladen warst. Ja, dann habe ich es wahrscheinlich einfach nicht realisiert. Ja, du warst doch mit So-Jung unterwegs. You know So-Jung? Ja, genau. Ich gebe jetzt dieselben Antworten wie eben. Ich hab doch dich. So. Ja. Okay, das heißt, wir machen jetzt hier erstmal kein Licht an. Oh. Ich meine, es macht Sinn. Feuerzeug. So, und hiermit bleibe ich unentdeckt, ne? So, ich glaube nämlich, das muss ich lesen, damit ich weiß, wie das funktioniert, beziehungsweise dann in-game das weiß. Gut, dass man skippen kann.
Denn damals ging es nicht auf der PS1. Das ist ein PS1-Spiel. Genau, das Feuerzeug bemerkt er nicht. Deswegen spielen viele so gut wie nur mit dem... Ja, das werde ich nämlich auch machen. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, das Feuerzeug wird auch seine Nachteile haben. So, hinten war noch eine Sojamilch. Heilt die mich eigentlich komplett? Die Sojamilch? Was ist das für ein Gesang? Nein, nur 50%. Auf Fälle so gut, sogar nur 25%. Was ist das? Das klingt wie ein altes Radio. Oh no. Okay, warum hat diese Schule so merkwürdige Schlösser? Okay, schauen wir es jetzt hier wieder safe. Komme ich hier jetzt weiter oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Dafür brauchst du eine grüne Tafel. Okay. Ich sollte jetzt nach ganz oben, hattest du gesagt. Ja, guck mal, ob es das Treppenhaus ist. Ja, woran erkenne ich das denn? Ich verstehe übrigens auch nicht, warum ich Ingame-Logik noch höher gehen sollte. Liebesbrief. Hallo. Kann ich den bitte lesen? Ein Liebesbrief, verfasst von einer Schülerin. Das ist das Item. Scheinbar kann ich den Brief nicht lesen. Cool. Ich gehe mal wieder ganz runter. So, von hier komme ich. Oh! Ich gehe ja schon. Mach mal die Tür zu. Wo kann ich speichern? Jetzt musst du nur die Gänge, nur in den Gängen die Fenster beobachten. Und solltest du was sehen, schau es eine Weile an. Das heißt, ich muss raus? Ich muss gar nicht auf eine andere Etage? Ich habe Angst. Wo kann ich speichern? Wir haben maximal noch eine Dreiviertelstunde. So oder so musst du alle Räume durchsuchen. Ja, okay. An schwarzen Brettern. Ja, aber wo sind schwarze Bretter? Sind die überall? Man erkennt sie an den Wänden. Aber die sind nicht überall. Cool. Viertens, in den Schrank gesperrte Frau. Oh no. Tae-hun musste schon wieder nachsitzen.
Er sollte einen Aufsatz schreiben, in dem er sich dafür entschuldigte, dass er am Nachmittag jemanden verprügelt hatte. Taehoons Problem mit dieser Geschichte war jedoch, dass er als einziger bestraft wurde. Er vermutete, dass der Junge, mit dem er sich geprügelt hatte, aus einer reichen Familie stammte. Taehoon wusste, dass der Koordinator der Einrichtung korrupt genug war, um Bestechungsgelder zu nehmen. Mein Pech, dachte er sich. Sein Arm war so müde von all dem Schreiben, dass er sich anfühlte, als würde er gleich abfallen. Zudem litt er noch unter den Nachwirkungen des Kampfes. Der andere Schüler konnte sich in einem fairen Kampf nicht mit Taehoon messen, also hätte er ihn mit einem Besen attackiert. Just in dem Moment, als Taehoon den Besen aus der Hand des anderen gerungen hatte, war der Koordinator aufgetaucht. Also musste Taehoon noch mehr Prügel einstecken. Daran zu denken, machte ihn wütend. Er versuchte, sich zu beruhigen und beschloss, den Jungen zu verprügeln, sobald er ihn das nächste Mal sah. Plötzlich hörte er ein Geräusch aus dem Schrank hinter ihm. Es klang, als wäre eine Maus darin gefangen. Da das Gebäude sehr alt war, war das keine Seltenheit. Er versuchte es zu ignorieren und seinen Aufsatz zu schreiben, doch das Geräusch hielt an. Genervt riss Taehoon den Schrank auf. Was er dort fand, war keine Maus. Es gab Gerüchte, Leute hätten den Kopf eines Mädchens aus diesem Schrank fliegen sehen. Zudem hieß es, es wäre die zerquetschten und verunstalteten Körper männlicher Schüler in dem Schrank aufgefunden worden. Die Lehrer versuchten, die Gerüchte zu stoppen. Doch es war aussichtslos. Die Legende nach diente diese Schule einst als Internierungslager für politische Häftlinge während der Besatzung. Viele wurden hier zu Tode gefoltert, als Verräter unter diesen armen Seelen befand sich auch eine Frau, die anstelle ihres Ehemanns verhaftet worden war, nachdem dieser durch Flucht seinen Wehrdienst entgangen war. Sie wurde brutal gefoltert, um den Aufenthaltsort ihres Mannes herauszufinden, doch sie schwieg beharrlich. Schließlich wurde sie in einen Schrank gesperrt, in dem sie weder liegen noch sitzen konnte. Sie starb langsam und unter Schmerzen. Nach Ende des Krieges wurde ihre Leiche geborgen. Es heißt, man konnte sie kaum in einen Sarg zwängen, da Hals und Gelenke in seltsamen Winkeln versteift waren. Ich kann sagen, nur die Gänge, die langgezogen sind. Ich weiß nicht, worauf sich das mit den langgezogenen Gängen bezog, aber keine Ahnung. Oh, die Geschichte geht noch weiter. Wie lang ist denn das? Achso. Die Schüler glauben, dass ihr Geist noch immer hier umher wandert. Es heißt, wenn man des Nachts den Schrank öffnet, streckt sich ihr krummer Hals auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer hervor. Wegen dem Brief. Ach so, du meinst, wo ich die Fenster beobachten soll. Verstehe. Ja, ich werde hier bestimmt keine Schränke öffnen. Beruhigungspillen. Das ist doch keine... Das sieht aus wie eine alte Pampelmuse. Das ist doch keine... Okay, irgendwas sagt mir, das ist nicht richtig lokalisiert, aber ich finde... Können wir mal darüber sprechen, dass das Holz wirklich richtig gut aussieht? Das hat ja richtig Struktur auch, die Pampelmuse. Die vertrocknete. Also, wenn du einen Automat findest, dann hol 2 Instant-Lunchboxen. Und behalte diese bis zu einem bestimmten Punkt auf. Cool. Beruhigungspillen. Beruhigen bei Einnahmen die Nerven. Okay, ich habe Heilungs-Items. Ich habe Items für die Ausdauer. Und ich habe Sachen, die meine Nerven beruhigen. Ich frage mich, was das zu tun und zu bedeuten hat. Ich befürchte, ich werde es bald rausfinden.
Ist das ein. Okay, was soll dieses Mischpult? Für die professionelle Musik aufgenommen? Oh, toll. Blutiges Arbeitsbuch. Ein Mathematik-Arbeitsbuch mit Blutspuren. Ganz toll. Sehr gut, ein weiteres Item für ein Event. Hier bewegt sich doch wer. Okay. Ich weiß, wir haben heute nicht viel geschafft, aber ich werde beim nächsten Punkt speichern. Ich meine, ich werde dieses Spiel jetzt in der dunklen Jahreszeit bzw. auf dem Weg zu Halloween öfter spielen. Ernsthaft, warum gibt es hier überall leere Schubladen? Wo ist meine Freundin eigentlich hin? Hä? Wo ist mein Bestie? Wo ist die hin? Warum ist sie nicht bei mir geblieben? Gemeinsam hätten wir weniger Angst. Ernsthaft, ihr müsst aufhören, mir hier leere Schubladen unterzujubeln. Was für ein seltsamer Baum. Das ist ein Baum? Das ist kein Baum. Aber es. Es sieht wirklich ein bisschen merkwürdig aus, jetzt wo du es sagst. Ein bisschen wie ein Tentakel. Oh Gott. Gibt es Bossgegner in diesem Spiel? Ja. Oh nein, mir gefällt das nicht, dass die Musik. Warum geht die Musik jetzt los? Ist das der Hausmeister? Kommt gelegentlich mal. Toll! Ich lasse diese Tür einfach mal aus Sicherheitsgründen aus. An bestimmten Punkten aber. Ey, das hilft mir alles nicht. Das macht mich gerade wahnsinnig. Wo ist ein schwarzes Brett? Ich will speichern. Warum ist es mit diesen Uhren los? Die zeigen nie die richtige Zeit. Sagt der Puls. Ich spüre mich gerade meinen Herzschlag. Mein Puls ist relativ niedrig. Vielleicht. Ich hasse dieses Spiel. Und ich hasse dieses Spiel nicht. Achso, du wolltest ja die Zimmernummern immer. Ich hasse dieses Spiel nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es mir halt richtig Angst macht. Es macht mir wirklich, wirklich Angst. Und ich habe heute noch gedacht, als ich abends nochmal kurz irgendwie eine Runde gedreht habe, Mensch, vielleicht hörst du ja in dieses Little Nightmares Hörspiel rein, was es momentan gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Sounds of Fear oder so. Hat auch einen deutschen Namen.
Jetzt gucke ich mal kurz nach. Ich habe nämlich Angst. Ich muss mich kurz beruhigen. Huiuiuiuiuiui. Es heißt. Es gibt nämlich ein Hörspiel von Little Nightmares. Es wurde zur Gamescom übrigens angekündigt, by the way. 6 Folgen hat das. Und es heißt Der Klang der Albträume. Aber inzwischen bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich hin muss. Du sollst es nicht herumstehen und nicht zu nähern. Ich hab's mir schon irgendwie gedacht. Okay, ich glaube, hier oben komme ich nicht weiter. Das heißt, ich werde mal einfach noch eine Etage höher gehen. Jedenfalls nicht zu lange. Ja, weil der Hausmeister dann kommt, ist mir schon klar. Wir machen die Tür wieder zu. Nicht nur er. Wie nicht nur er? Kommen etwa auch dann Geister? Ach ja, hier war es das. Erinnere dich an das Summen. Das Summen. Du meinst für den Hausmeister? War der. Oh Gott. War der Hausmeister das Summen? Für kurz mal. Nein, das ist was anderes, wenn das Summen kommt. Ich erinnere mich nicht mehr an das Summen. Warum kann ich hier nicht raus? Nee, ich glaube, hier würde ich ja zurückgehen. Das macht keinen Sinn. Das Summen geht durch Wände und fliegt buchstäblich auf dich zu. Das hatte. Du hattest es noch nicht. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Muss ich hier nicht? Ich muss im ersten Stock irgendwas machen. Hä? Achso, nee, das grüne Leuchten war ja unten. Nee, alles gut. Oh, manchmal sehe ich das nicht. Diesen Interaktionskreis. Ja, überhaupt. Schulmünze, sehr schön. Wir haben noch eine weitere Schulmünze. Oh oh. Das ist ihr Klassenzimmer. Gut. Jetzt muss ich nur irgendwie einen Schlüssel dafür finden. Ernsthaft. Das macht mich wahnsinnig, dass es hier überall diese leeren Dinger gibt. Ernsthaft, Junge, was hast du dir dabei gedacht, nachts in diese Schule zu gehen? Ein Lutscher. Sü steht für so jung. Du hast echt Glück. Bei mir kam der Ausmesser so unglaublich auf. Psst, beschreiß nicht. Beschreiß einfach nicht. Okay, ich muss kurz durchatmen. Vor mir war Wind, war irgendwie so ein Lufthauch und hinter mir habe ich Schritte gehört.
Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin schrecklich langsam unterwegs. Jetzt auch noch. Okay, wir können Grillen zupfen. Es ist Nacht. Genau, zu den Bildern. Wenn du alle findest, findest, die Story auf schwer durchspielst und dann auf normal nochmal alle Bilder überprüfst, kommt ein neuer Charakter und dieser schaltet eine neue Story frei. Musst du aber nicht machen. Das werde ich auch nicht machen. Ich erinnere nochmal dran, ich habe beinahe schon zweimal einen Herzinfarkt gekriegt, nur bei den Tutorial-Nachrichten. Ich werde nicht irgendwie 100% in diesem Spiel holen oder irgendwie Bonus-Content jagen. Okay, alle Türen sind verschlossen. Das war irgendwie absehbar. Schulmünze. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wo ich mich vor dem Hausmeister gerade verstecken sollte. Notiz aus dem Briefkasten des Hausmeisters. Genau ist nicht gut. Hören Sie, Herr Sohn, ich habe die Tür zur Lobby im ersten Stock vorübergehend verschlossen, da sich einige der Kinder in den abgesperrten Gang zum Hörsaal geschlichen haben. Sollten Sie den Schlüssel brauchen, finden Sie ihn im Schlüsselkasten am Hauptbüro. Den Zugangscode habe ich in unseren Werkzeugkasten verstaut. Okay, unterhalten sich hier beide Hausmeister? Geh jetzt zur Frauentoilette. Lass das Licht aus und geh in die letzte Kabine und bleib versteckt, bis was passiert. Du meinst das Frauenklo, wo ich am Anfang war? Wo ich durch das Gitter gekrochen bin? Nein, dieses. Welches? Oh, shit. Okay, du musst mich danach aber zu einem Dings lotsen. Zu einem schwarzen Brett. Ich will nicht mehr. Das klingt doof, aber ich will nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. So, und hier soll ich mich verstehen. Oh, shit. Oh, scheiße. Darf ich jetzt wieder gehen? Das war das Summen. Es ist ein körperloser Geist. Wenn das Summen kommt, verfolgt dich ein Kopf eines Mädchens. Ja. Darfst du. Damit hast du zwei Geister gefunden. Und diese Geister... Entschuldigung, bevor ich aus dem Safe-Spot des Pausenmenüs wieder rausgehe. Was sagt mir das jetzt? Werde ich jetzt von diesen Geistern verfolgt? Oder geht es einfach nur darum, Geister zu entdecken? Geister zu erleben? Was heißt das jetzt? Und vor allem, der Körper... du meinst also quasi, das ist wahrscheinlich der Kopf von
der in diesen Schränken sein soll. Und das, was die Geistergeschichte, die wir gelesen haben, von dieser Frau, ne? Wenn das Summen kommt, verfolgt dich ein Kopf eines Mädchens. Darfst du damit. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Der Geist auf der Toilette kommt nur einmal, nicht wieder. Du hattest Pech, dass direkt danach der fliegende Kopf kam. War Zufall. Ach so, also dieses. Ich habe quasi nur diesen. Du hast mich nur hierher gelotst für diesen Kopf, der dann quasi auf den Boden fiel und dieses Image, dieses PNG, sage ich jetzt mal, was dann aufgeflasht ist mit dieser Gruselfratze, das war das, was mich jetzt dauerhaft verfolgt. Was mit diesem Summen kommt. Das heißt, ich habe jetzt Damage genommen? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ich beruhige mich gerade und ich versuche irgendwie wieder gerade klar zu kommen. Ich glaube, ich habe gerade böse ins Mikrofon geschrien. Das tut mir auch leid. Wobei, selber schuld. Ich habe gesagt, das Ding hat nicht umsonst den Tag Feigling. So, genau. Und ich anschaut. Und das, was du gerade erklärt hast, ist richtig. Genau, das, was summt und dieses PNG, was mich anschaut, diese Monsterfratze, das war das, was mich jetzt verfolgt, wenn es summt. Und ich habe Damage genommen. Und für diesen Damage muss ich jetzt die Beruhigungspille nehmen? Oder die Sojamilch? Der fliegende Kopf macht keinen Schaden. Es senkt nur deine Ausdauer, die du aber danach wieder zurückbekommst. Das heißt, ich habe keinen Schaden gekriegt. Nein. Gut, dann nehme ich mal an, ich krieg Schaden nur von den Hausmeistern. Oh Gott, ey, das war. Ho, ho, ho. Aber deine Reaktion war einfach zu gut. Ja, von mir aus kann die auch gerne geklippt werden. Ist mir egal. Man kann ja dann im Nachhinein zurückspulen und Sachen im Nachhinein auch klippen, aber. Ey, ich hatte richtig Angst gerade. Es gibt schon Gründe, warum ich kein FNAF spiele. So, schwarzes Brett. Ich brauche ein schwarzes Brett. Und dann Feierabend. Ist das ein schwarzes Brett? Sieht aus wie ein schwarzes Brett. Oh, schön. Ach so, das sind die. Moment, kann ich im ganzen Spiel nur fünfmal speichern? Nein, nein. Steht unten, du hast drei Stifte. Ja, ich kann also jetzt drei. Aber insgesamt könnte ich jetzt. Kann ich mehr als diese fünfmal speichern? Wenn ich jetzt sechs Filzstifte hätte. Du kannst überschreiben. Okay, gut. Ich muss mehr Filzstifte finden. Möchtest du auf diesem Speicherplatz speichern? Ja. Ich habe Fotos an die Pinnwand, hinterlassen. Warum du dann Filzstift für ein Foto brauchst, weiß ich nicht, aber ist okay. So. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich nur halb so schnell, wie das Spiel eigentlich will, dass man schnell ist. Wir haben jetzt 100 Minuten gespielt. Und ich tippe mal, ich habe gerade mal den Input von einer halben Stunde. Ich hatte sehr viel Angst und ich kann nicht weitermachen. Beim nächsten Mal verspreche ich, versuche ich länger durchzuhalten. Kann man so sagen, dass ich die halbe Stunde nur drin habe? Ja, ich habe es mir gedacht. Ich versuche das nächste Mal ein bisschen schneller zu sein und auch ein bisschen länger durchzuhalten, weil so sind wir bis Weihnachten noch nicht fertig mit dem Spiel. Ich muss jetzt aber erstmal. Das letzte gruselige Spiel, was ich gespielt habe, war Resident Evil Village. Das ist 2 Jahre her. Ich muss jetzt erstmal mich wieder dran gewöhnen und. Ja, ich versuche das jetzt wöchentlich mindestens einmal zu machen. Ich kann es nicht versprechen, das Leben spielt da ein bisschen mit. Vielleicht können wir auch irgendwann mal zweimal in einer Woche schaffen, keine Ahnung, aber. Schneller kannst du nicht sein. Da du wirklich alles durchsuchen musst, um verschiedene Rätsel zu schaffen, etc. Also keine Sorge, du wirst noch viel finden.
Ja, aber du hast gesagt, ich brauche nur 6 bis 7 Stunden, aber ich glaube nicht, dass wenn ich so in dem Tempo bin, 6 bis 7 Stunden brauche. Ich brauche dann 20. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden, worum es in dem Spiel geht. Also ich verstehe die Story, aber ich verstehe es von einem Gameplay-Aspekt nicht. Und vielleicht ist das gerade der spannende Faktor. Ich möchte deswegen vielleicht auch gar nicht, wenn man das Spiel normal spielt. Du spielst ja schüchtern und ängstlich, was aber genau das machen soll. Ja, schüchtern und ängstlich. Ja, gut, aber ich bereue jetzt schon, dass ich auf schwer geschaltet habe. Ich bin gerade ein bisschen fix und fertig. Aber, ja, wir spielen das auf jeden Fall. Das Spiel wird auf jeden Fall bis Halloween dauerhafter Gast sein. Ich hatte ja eigentlich vor, ein neues Spiel anzufangen. Das ist jetzt erstmal das hier. Wenn nichts schief geht, ist das das neue Spiel aktuell. Und das nächste neue Spiel wird dann erst Spider-Man 2 sein. Weil ich kann nicht noch mehr Fässer jetzt aufmachen. Egal. Das führt zu weit gerade. Ich werde jetzt in meiner ganzen Wohnung Licht anmachen. Und das ist nicht mal ein Witz. Das meine ich vollkommen ernst. Ich werde jetzt in meiner ganzen Wohnung Licht anmachen. Dann werde ich mir irgendeine lustige Serie schnappen und mich beruhigen. Am Wochenende spielen wir Ace Attorney und potenziell nächste Woche geht's hiermit weiter. Sollte irgendwas in meinen privaten Plänen sich ändern, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht das hier auch noch mal spielen am Wochenende. Aber geht mal davon lieber nicht aus. Stand jetzt, nein. Nein, 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 nein. Nein. Diese Woche planmäßig nur noch Ace Attorney und dann geht's nächste Woche weiter mit dem Pokémon-Tag. So, ich muss meine Stromrechnung in die Höhe treiben. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zusehen. Entschuldige mich für den Schrei und das Gewimmer. Und wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.